Geschätzte Präsidentinnen und Präsidenten, liebe Swissailing-Familie. Vor 6,5 Jahren habe ich die Gelegenheit erhalten, für Swissailing zu arbeiten und mich für den Segelsport und für alle Menschen dahinter zu engagieren. Ich durfte während diesen spannenden und intensiven Jahren sehr viel über die Vielfalt unseres schönen Sports lernen und erfahren. Und ja, die Faszination Segeln hat mich gepackt. Alle diese schönen Erfahrungen werden mich bis zum Ende meiner Berufskarriere und sicher auch darüber begleiten. Was hat mich und meine Familie zu diesem Schritt bewogen? Der Traum, auszuwandern und im Ausland tätig zu sein, reift schon seit längerer Zeit in uns. Meine Frau und ich haben immer wieder darüber gesprochen und nach Möglichkeiten gesucht, diesen Traum realisieren zu können. Nun hat sich dieser Traum verwirklicht. Auf den 1. April 2021 hin werde ich beim Eidgenössisches Departement für Auswärtige Angelegenheiten, dem EDA, eine neue Stelle antreten. Und bereits im Juni wird es uns ins Ausland ziehen. Meine Frau, ich und auch meine Kinder freuen uns sehr darauf. Ein neuer Lebensabschnitt, ein neues Abenteuer. Ich möchte es nicht unterlassen, Ihnen allen und auch meinen Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsstelle, in der Geschäftsleitung und im Zentralvorstand ganz herzlich für die inspirierende, gute und vor allem freundschaftliche Zusammenarbeit zu danken. Ich wünsche euch allen weiterhin viel Erfolg dabei, Swissailing in die Zukunft zu führen. Eines sei auch gewiss, die kommenden 3 Monate werde ich mich voll und ganz für unseren Verband einsetzen. Ihnen, liebe Präsidentinnen und Präsidenten, liebe Swissailing-Familie, wünsche ich frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Herzlichen Dank.